Ein weiteres Problem, das ich eben habe, ist, dass ich sehr schwer schnaufen kann. Also ich war bei ganz vielen Ärzten, habe nachgefragt oder halt mich untersuchen lassen, was das für ein Problem ist, ob das Asthma oder irgendwas, zu wenig Luft, dass ich irgendwie zu wenig Luft habe. Keiner hat was gefunden. Schlussendlich bin ich darauf gekommen, dass ich wahrscheinlich, also die Hilfsmuskulaturen sind so verspannt durch die andere Schulterstütze, dass ich einfach zu wenig Luft bekomme und daher irgendwas verkrampft oder verspannt ist. Das war die 1,5 Monate komplett weg. Ich habe normal schnaufen können. Das war auch sehr ein neues Lebensgefühl. Ein weiterer Vorteil ist, dass eben die Lagenwechsel und auch das Geigenspiel selber für die ganzen romantischen Werke sehr, sehr viel einfacher funktioniert. Die Geige ist stabil, die Lagenwechsel sind so viel angenehmer zu spielen und man muss eben weniger die Geige heben, die Geige stützen. In der Barockmusik kann man zum Beispiel die Stütze ein bisschen variieren. Meiner Meinung nach sind verschiedene Genres auch anders zu spielen. Also die Romantik verlangt einfach eine Stabilität der Geige. Die Lagenwechsel, die eben bis in die 11. Lage raufgehen, müssen einfach sitzen. In der Barockmusik ist das nicht so notwendig und deshalb finde ich auch, kann man die Stütze ein bisschen nach unten geben, dass es eben ein bisschen variiert und einfach die Geige viel auch flexibler zu betätigen ist. Die letzten Monate habe ich wieder auf meinem alten System gespielt und die Schmerzen sind leider wieder zurückgekommen und deshalb habe ich mich umso mehr auf diesen Tag heute gefreut. Heute darf ich mein System abholen, mein endgültiges Modell und das auch dann behalten.